Servus, liebe Leute, zur ersten richtigen Folge Cash für Clash. Es geht um 15 Euro Google Play Guthaben und wir müssen es jetzt zusammenreißen, damit wir nicht gleich verlieren, sondern damit wir hier davontragen. Aber das ist jetzt ein kurzes Übungsmatch, dass wir uns an die jeweiligen Decks ein bisschen gewöhnen und man darf die Decks nicht ändern. So einfach ist das. Also, man darf es nicht nachträglich ändern. Das wäre sonst richtig asozial, deshalb lassen wir das weg. Und wir beginnen gleich mal mit diesem schönen Rundchen. Vielleicht freezen wir hier gleich mal. Er freest. Okay, kann man mal machen. Dann habe ich hier meinen Eismarke, der noch ein bisschen draufhalten sollte. Und da setzen wir noch den dunklen Prinz. Und sollten wir ein bisschen Schaden auf den Tower bekommen. Nicht viel, aber ein bisschen wenigstens. Und eigentlich müssten wir das insgesamt trotzdem gewinnen. Wir haben ein bisschen bessere Karten, also sollten wir es auf jeden Fall gewinnen. Vielleicht nur die 15 Euro, keine Ahnung. Ich traue uns auf jeden Fall zu, dass wir es reißen. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Je nachdem, wie gut es läuft, wie viel wir Glück haben. Natürlich bekommt er dann die anderen 15 Euro von mir ausgezahlt, wenn er gewinnen sollte. Das ist natürlich klar. Ich will hier niemanden abzocken und dann ist das das erste Testspiel. Deshalb noch alles tief und entspannt, Herr Pascal hier. Schon schwäche ich ein bisschen. Schon schwäche ich ein bisschen am Arsch. Ja, jetzt können wir eigentlich nur auf Defense spielen, aber ich will mal testen, was er sonst noch alles hat. Heuiui. Geht jetzt schon ein bisschen die Pumpe. Best of three ist das Ganze und das werden wir dann gleich alles durchführen. Wir machen hier noch. Ne, den brauchst du nicht. Setzen wir hier einen Hit noch und er sollte eigentlich durchkommen. Perfekt. Und wir sollten eigentlich den zweiten Tower auch gleich holen. Ah, wird tough, wird tough, wird tough, wird tough, wird tough. Wird echt ein bisschen tough, den zweiten Tower gleich noch zu holen. Aber wie gesagt, ist ja nur erst die erste Testrunde. Deshalb sollte es eigentlich laufen. Und wir haben auch gesagt, wer ein anderes Deck benutzt, ist direkt disqualifiziert. Weil so haben wir schon mal gesagt. Ja, das muss ich ihm nochmal kurz schreiben. Anderes Deck benutzen. Benutzen. Disqualifikation. Ich wollte es nur erwähnt haben, nicht, dass das dann nachher noch heißt, hä, das stand doch nirgends und sowas in die Richtung. Aber bin gespannt, vielleicht gewinnen wir es auch gar nicht, dann bin ich um 15 Euro ärmer. Aber ja, wie gesagt, es wird entweder verlost oder als Chest Opening investiert. Das muss ich noch gucken. Oder für den nächsten Pot eingesetzt. Aber das sollte auf jeden Fall laufen. Und wir haben die erste Runde schon mal gewonnen. Also die Testrunde. Und ja, dann hoffen wir, sind es nur noch zwei Fights, die wir gewinnen müssen. Und jetzt geht's richtig los. Bin schon gespannt. Erste Testrunde. Hätten wir jetzt mal gewonnen. Okay. Jetzt geht's los. Schreibe ich ihm noch kurz. Viel Glück schreibe ich ihm natürlich auch noch. Bin gespannt. Huh. Ah, mir geht ein bisschen die Pumpe. Ja, wir warten noch. Ich schneide sich kurz raus. Und wir sind drin im ersten Battle und jetzt geht's wirklich um alles. Um die Wurst, um alles. Puh, bin gespannt. Vielleicht reißen wir es ja, vielleicht auch nicht. Man weiß es natürlich nie so genau, ob es jetzt gut läuft oder ob es jetzt gar nicht läuft. Kann ja immer unterschiedlich sein, das weiß man ja echt nie. Kann man wirklich nie genau sagen, ob es gut läuft, schlecht läuft. Fängt jetzt nicht gerade optimal an bisher. Ist okay. Sollte aber eigentlich. Eigentlich traue ich es uns zu, das zu gewinnen. Eigentlich müssten wir es gewinnen. Sollten auf jeden Fall das Ding holen. Und der Bomb Tower ist schon mal down. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt schicken wir den Schweinereiter los mit der Freeze-Combo. Er wird seine Barbaren setzen, das habe ich mir schon gedacht. Aber wir freezen natürlich. Und so machen wir schon etwas Schaden. Bisschen Schaden gemacht, ist okay. Nicht wirklich viel, aber jetzt lassen wir den Prinz von hinten kommen. Dann sollte der eigentlich ein bisschen aufräumen. Der pusht jetzt da rein und macht eigentlich einiges sehr, hoffe ich. Hoffe ich natürlich. Und er macht echt gut was kaputt. Schon mal nicht schlecht. Allein natürlich auch ein bisschen Schaden auf den Tower, aber kann man noch verkraften, den bisschen Schaden da. Und unser Prinz, naja, haut jetzt nicht wirklich viel rein. Aber jetzt heißt es natürlich alles. Konzentration, Pascal. Wir liegen im Moment, na, etwas hinten vielleicht sogar. Schwierig zu sagen, ob wir hinten liegen oder nicht. Holt auf jeden Fall das Ding jetzt. Wir kommen mit unserem Schweinereiter und mit unserem Freeze wieder bereit.
Vielleicht holen wir dann diesmal den Tower. Er freest selber. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Freezen wir schnell. Und dann haben wir es eigentlich exquisit gemacht. Er hat den Freeze verschwendet. Und die Barbaren. Sehr gut. Müsste eigentlich laufen jetzt. Müsste eigentlich echt laufen. Sollte laufen. Sollte laufen, Pascal. Sollte. Kommen wir hier, hier. Oh, ich kann gar nicht so viel kommentieren. Tut mir leid. Oh Gott, ey. Gottes Willen. Wir kommen wieder mit dem Schweinereiter. Der soll versuchen, den Bomb Tower Hit zu machen, aber jetzt gehen wir nur auf Defensive. Tut mir leid, aber es muss sein. Und jetzt füßen wir hier. Wunderbar. Vielleicht holen wir gleich den zweiten Tower. Das wäre überragend. Zweiter Tower. Ah, nee, nicht ganz, nicht ganz. Vielleicht holen wir ihn jetzt im Nachschlag. In dieser Runde jetzt kurz. Setzen wir hier noch wunderbar den. Ach was, den Skeleton-Army, ja klar. Die kleinen Skelette hin und holen uns da noch ein bisschen was. Aber hier freezen wir den Hog Rider, habe ich gerade beschlossen. Damit wir den relativ schnell down kriegen. Und dann ist die erste Runde schon mal für uns entschieden. Sehr, sehr gut. Und die zweite wird dann gleich folgen. Boah, mir geht die Pumpe. Gutes Spiel kriegt er natürlich. Ich bin auch gespannt. Er wird mir auch die Karte geben, bin ich guter Dinge. Hab jetzt eine Ausnahme gemacht, wenn er es nicht machen sollte. Boah, immer dieses Ding. Okay, 1-0 für mich. Schreibe ich ihm noch kurz. Ich schneide es euch nochmal kurz raus, bis es weitergeht. Servus, liebe Leute. Ich habe den ersten Part vielleicht rausgeschnitten. Nee, habe ich nicht. Es war aus Versehen der letzte Kampf, der alles entscheidet. Mein Speicher hat gerade zu wünschen übrig gelassen. Deshalb habe ich jetzt eine neue Aufnahme starten müssen. Ich hoffe, es schmiert nicht zwischendrin ab. Das wäre echt bitter. Ich denke mal nicht, dass es abschmieren wird. Aber kann natürlich alles sein. Kann natürlich alles sein. Ich kann es natürlich alles nicht vorhersehen. Ja, wenn es halt jetzt nicht drin ist, tut es mir leid. Aber ihr wisst hoffentlich, dass es am Speicher lag und nicht an mir. Also denkt es euch, das wäre sehr nett. Sonst denkt ihr nachher, ich bescheiß hier. Aber mache ich natürlich nicht. Bomb Tower freezen wir. Und sollten ein bisschen wegholen. Sehr gut. Ist zwar nicht viel, wo wir hier wegholen, aber 600. Ja, vielleicht noch ein Schlag und noch ein und der erste Tower ist down. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Arsch sein und defen. Obwohl es eigentlich nichts mit Arsch sein zu tun hat. Das ist einfach Taktik. Das ist einfach Taktik. Ich bin ja kein Arsch. Oh, jetzt habe ich einen Scheiß gemacht. Jetzt habe ich lieber den Bomb Tower hier gemacht und hinten den Hog Rider provoziert. Das war dumm. Den freezen wir jetzt gegen. Den freezen wir jetzt gegen immerhin. Ja, war nicht so schlau. Der Hog Rider wird noch ein bisschen Schaden machen, aber sollte nicht ganz so viel machen. Sehr gut. Ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Wir wollen eigentlich nur auf Defensive, aber das ist natürlich auch nicht so schlau. Nur Defensive schadet eigentlich immer. Weil dann wird man wahrscheinlich langfristig das nicht holen können. Wir kommen mit dem nächsten Schweinereiter und Bomb Tower ignorieren wir jetzt mal ein bisschen und hoffen, dass er keine Barbaren setzt. Hoffen, dass er keine Barbaren setzt. Hoffen, dass er keine Barbaren setzt. Sehr gut. Keine Barbaren. Doch, jetzt kommen die Barbaren. Jetzt müssen wir erstmal mal gucken, was wir jetzt richtig machen sollten. Dunkler Prinz. Da sollten wir hier die Skelette droppen und den Eismagier. Damit das eigentlich laufen sollte. Und wir sollten den zweiten Tower haben. Tut mir leid, dass die erste Aufnahme abgeschmiert hat. Ich gucke, dass ich es aneinander bringe irgendwie. Aber es tut mir echt ganz schön leid. Hier nochmal den Schweinereiter. Vielleicht gewinnen wir das 3-0 und ich denke, das könnten wir sogar packen. Boah, mir geht trotzdem die Flinte, hey. Mir geht die Flinte. War auf jeden Fall ein gutes Spiel mit dem guten Paul. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bedanke mich auch an dieser Stelle. Ich hoffe, er gibt mir den Kurt. Ich vertraue ihm. Deshalb habe ich es auch gesagt. Sonst hätte ich sowas nicht gemacht, dass er mir den nachträglich geben kann. Aber ich vertraue es ihm natürlich. Und 3-0 sogar. Gutes Spiel. Sehr gut. Also hat Spaß gemacht und bewerbt euch hier drunter unseren in den Kommentaren, wenn ihr mit dabei sein wollt im nächsten Video Cash für Clash. Würde mich interessieren, ob ihr darauf Bock habt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Also haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Limba română se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam am făcut pizze ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sap pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din X5